Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbow. So, wir haben Jahreszeitenwechsel. Es geht in den Herbst. Ich könnte mich gerade schon nochmal umziehen. Also Handschuhe brauchen wir noch nicht. Aber wir können die Stiefel anziehen. Und die normale Tunika. Hut brauchen wir keinen. So, was ist der Unterschied bei der Hose? Die ist generell einfach schlechter als die hier. Okay. So, ziehen wir uns geschwind auch noch an. Stiefel, Tunika. So, dann sind wir gerüstet für den Herbst. Schlafen wir mal. So, ein sonniger Herbsttag. Guten Morgen, mein Schatz. Hi, sweetie. Aren't you pretty? Was beschäftigt dich im Moment? Gnu, du willst rückwärts reden. Okay, wie steht's in unser Königreich? Einige Gebäude müssen repariert werden. So, Herbst. Heißt, wir machen mal Feuerchen. Und wo ist unser Sohnemann hin? Da vorne. Mit dem will ich ja auch noch reden, ne? Morgen, Adalbert. Was beschäftigt dich? Ich habe geträumt, ich war ein Adler, der über unser Tal fliegt. Ach so, ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Kriegst ein Holzkaninchen. So, ich muss los. Goodbye. Goodbye. So, dann haben wir natürlich erstmal ein bisschen Management, ne? Und zwar Felder. Das würde ich hierfür... Das ist schon mit Kohl. Ach ja, wir haben Herbst, genau. Herbst. Das heißt, dann kommt hier jetzt Roggen drauf. Sehr gut, da haben wir Karotten. Und dann hier noch vereinzelt. Ich glaube, dann mache ich hier auch mal noch Karotten, weil Mohn benutze ich gerade, glaube ich, noch nicht wirklich. So, dann lassen wir hier auch Karotten drauf. Da sind Zwiebeln und rote Beete, das ist okay. Da haben wir... Hafer ist, nee, Hafer doch. Und hier ist Flachs, ne? Oder umgekehrt, weiß ich gerade nicht. Roggen müssen wir noch säen, genau. Dann machen wir hier jetzt Roggen drauf. So, hier und hier. Und ich glaube, das reicht dann auch. Weizen bleibt Weizen. Ach, und da haben wir ja auch Roggen, genau. Reicht. Okay. So, Tiere haben wir neue. Keine Henne. Eine Gänse. Kein Schwein, kein Schaf, keine Ziege und kein Rind. Die ist immer noch Kalb. Okay. Wie sieht es hier aus? Gewinnung müssen wir natürlich umstellen. Sonst haben wir da schlechte Karten. Weil es gibt jetzt weder Beeren, noch Gänseblümchen, noch Disteln oder Bilsenkraut. Aber dafür gibt es Pilze. So. Machen wir hier erstmal Pilze.
10% von jedem. Vielleicht machen wir den Rest dann gleich noch mit Johanniskraut und Breitwegerich. So viel dann doch nicht. So, machen wir das so. Okay, haben wir auch. Und dann brauchen wir natürlich hier Dienstleistung, Bauhütte. Da habe ich nicht vergessen. So, wird auch repariert. Haben wir sonst noch irgendwas? Baldwina ist geboren worden. Baldwina und Falibor. Ach du Schande, gleich zwei. Miroslava. Und Wojeslava. Miroslava und Wojeslava. Du warst irgendwo in Gewinnung. Und Wojeslava war auch in Gewinnung. Wenn ich das richtig sehe. Was fehlt denn? Der eine Brunnen hatte, glaube ich, noch nie jemanden. Grabungsschuppen ist nur noch einer, das ist okay. Mine ist vollzählig. Kräuterhütte ist nur noch eine. Obwohl Kräuterhütte ist ja nicht... Kräuterhütte ist ja Überleben und nicht Gewinnung. Holzschuppen haben wir beides mal nur noch einen. Da war die Miroslava by the way auch drin. Okay. Na, ja, das ist okay. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Scheune sind 4 von 6. Was produziert die eigentlich? Leinsamen Dünger. Tierfutter. Oh, da muss ich auch mal gucken, ob wir noch genug haben. Das können wir gleich mal gucken. So, aber ansonsten sieht das gut aus. Tierhaltung, Eselstall fehlt, Kuhstall. Ja, das ist richtig. Und beim Pferdestall fehlt jemand, aber das passt. Die sind in Elternzeit. Also Eselstall hatte noch nie jemanden, aber der Rest ist in Elternzeit. Haben wir irgendwen zurückgekriegt? Ich meine, ich hätte da was gesehen. Ludwika. Wo wohnt die Dame denn? Ludwika. Die wohnt direkt hier vorne. Und was kann sie? Die hat Crafting gemacht. Moment, die wohnt direkt hier, ne? Less Lava, ne? Was hast du hier? Du bist Ludwika, oder? Du bist Ludwika. Dann wohnst du hier. Ja, okay, dann hat sie hier gearbeitet. Küche 2. Ludwika, wo ist sie denn? So, haben wir das auch gelöst? Noch jemand? Adalbert ist 8. Er hat noch ein bisschen. Und ne, sonst haben wir keinen. Passt. Zwei Schwangere, zwei Bergarbeiter, das ist aber okay. Nidamira, Fischerin, ist auch okay. Wenn die ausfällt, habe ich jetzt auch kein großes Problem damit. Bogusat. Naslava, Scheunenknecht, passt auch. Das kriegen wir hin. Sehr gut. So, dann hat sie ihren Job wieder. Ist jetzt halt ein bisschen mehr Aufwand, die Jobs zu verteilen.
einfach, weil ich halt immer gucken muss, wo die jetzt wohnen und welcher Job da in der Nähe war. Und ich wollte hier mal gucken wegen Dünger. Und da haben wir nicht so viel. Das passt von der Menge her. Flachshalm ist okay. Tierfutter 46. Es ist nicht so viel. Da müsst ihr vielleicht nochmal wieder gucken. Aber jetzt machen wir, glaube ich, erstmal Quests. Gibt's welche? Eine. Guten Morgen, ihr Mina. Eine Quest gibt's. Dann schauen wir doch mal, was für eine. Oh, hier müssen wir auch noch das Geländer bauen. Hi, Tolignev. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, kannst du. Ich habe ein kleines Problem. Du hast dich über Wein gestritten, genau. Du denkst, Pflaumenwein ist der beste. Jedem, was er mag. Oh ja, es wird über nichts so erbittert gestritten wie über Essen und Getränke. Nun, da will... Ja, er will eine Verkostung organisieren. Und weil du hast natürlich ausgetrunken, weil du die Verlockung nicht widerstehen konntest. Natürlich hast du das. Ja, wir bringen Pflaumenwein. Wir bringen dir Pflaumenwein. Wir müssen jetzt gucken, was es an Quests im Dings gibt. Da kann ich dann auch gleich mal noch gucken. So, willst du mit, Hedi? Da kommen wir gerade noch beim Materiallager vorbei. Und mal gucken, was wir zum Verkaufen mitnehmen können. Ach so, nee, falsch rum. Brauche nur ein Säckchen. So, dann gucken wir mal. Bronze-Äxte können wir mitnehmen. Und Bronze-Hämmer können wir mitnehmen. So, nun sind wir auch schon ziemlich ausgebucht oder ausgelastet. Machen wir ein bisschen ins Esel-Inventar. So. Trägt zwar her wie hin der Esel, aber ich sitze da nicht überlastet auf ihm drauf. So, gucken wir mal, was es in Piastoria für Aufgaben gibt, ne? By the way, fällt mir gerade ein. Die letzten zwei Folgen hatte ich ja am Donnerstag aufgenommen. Und wo ich aufgenommen habe, gab es noch keinerlei Ankündigung seitens für Medieval. Ja, nachdem ich die Aufnahme fertiggestellt habe, gucke ich auf Instagram und was ist... Ne, auf YouTube habe ich es gesehen. Und was ist... 10 Minuten vorher oder so veröffentlicht worden, der Release-Termin für das Update. Und zwar ist es der 27.06., also 27. Juni, wo das Update kommen wird, wo dann der Multiplayer auch auf Konsole, auf Epic und Xbox verfügbar sein wird oder Xbox Game Store. Ja, bin mal gespannt, was noch alles mitkommen wird. Weil es wurde ja angekündigt, dass außer dem Multiplayer auch noch mehr kommen wird. Und ich hoffe mal sehr, dass auch noch dann einiges an Quests mitkommt. Weil wir haben ja noch nicht so wirklich viele Quests. Ihr seht ja, wir haben hier eine Quest im eigenen Dorf. Manchmal sind es zwei, vielleicht auch mal drei. Aber immer die gleichen. Entweder will jemand Wein oder es will jemand ein Kind will Saft oder Schneemann bauen im Winter, so Dinge halt.
Aber ansonsten haben wir nur noch die Quests in Piestovia. Königsquests fehlen noch vollständig. Und da hoffe ich halt auch sehr drauf, dass da jetzt noch einiges zu erwarten ist an neuen Quests. Im Idealfall natürlich auch noch ein paar neue Deko-Elemente oder sowas, aber mit neuen Quests wäre ich persönlich schon sehr glücklich. So. Esel müssen wir noch Inventar leer machen. Ich bin gleich wieder da, Hedi. So, was haben wir denn? Es hustet und pustet. Holzstämme, Stroh und Stöcke. Aber klar. Kaninchen jagen. Ja, das können wir machen. Fischbeere kriegen wir auch. Und rote Beete kriegen wir auch hin. Hoffe ich doch. Muss ich vielleicht gerade mal die rote Beete-Suppe stoppen. Küche. Du machst Pilzsuppe, das ist gut. Macht hier irgendjemand rote Beete-Suppe? Du machst keine, auch gut. Wie sieht's bei euch aus? Du machst welche, lass das mal. Steig dafür mal beim Meerkornbrot noch. Oder du könntest Rührei mit Pilzen machen, das ist auch noch eine Idee. Mach mal Rührei mit Pilzen da. So, sehr gut. Dinge verkaufen wollte ich. Hi. Also hier würde ich erstmal noch kaufen. Holzrähchen. Kleiner Holzbär, kleiner Holzdachs, kleiner Holzvogel. Und mehr Geld haben wir nicht. Aber weißt du was, dann verkaufe ich dir die Werkzeuge. So, jetzt haben wir dann noch wieder Geld. Säckchen könnte ich dir noch verkaufen. Und eine Hacke habe ich doch auch dabei, kannst du auch haben. Also er hat keine Münzen mehr. Kleiner Holzwolf, kleiner Holzvogel. So. Oh ja, doch, nee, Kirschwein hole ich. Kirschwein holen wir hier. Pflaumenwein war das, ne? Moment. Kriegen wir raus. Pflaumenwein, genau. Ja, zeig mir mal deine Ware. Ich hätte gern Pflaumenwein. Pflaumenwein. Wow. Teuer. Best goods in the realm. Ja. Take care. So, sehr gut. Dann haben wir alles. Dann würde ich mal sagen, auf nach Hause. Könnt ihr noch einen Umweg reiten, dass wir noch ein paar Rammler jagen. Das wäre noch eine Idee. Ups. Upsi. Entschuldigung, Hedi. Mein Fehler. Sind wir am Zaun hängen geblieben? Ah. Was habe ich eigentlich alles dabei? Ach, ich habe keine Bronzehämmer verkauft, ich Nudel. Oh, das müssen wir gleich noch machen. Fischfilet. Nehmen wir natürlich mit. Brett. Sonst noch was hier? Ne, das scheint alles gewesen zu sein. So, ich kann auch gerade mal einen Gewichtstrank nehmen. Und in die Perspektive gehen. Weil ich will ja Rammler jagen. Und die sind hier.
normalerweise. Da hinten sind zwei. Drei sogar. So, die ersten drei haben wir. Von neun. Aber das geht halt relativ einfach. Die Jagd ist noch okay. Wölfe ist auch völlig okay. Wildschweine völlig okay. Aber die Vogeljagden oder Fuchs, das ist nicht so meins. So, wo ist Nummer 3? Da. Ich weiß, es ist nicht weitmännisch, wie wir das hier machen, aber der Weg ist, das Ergebnis zählt. So, 4. Fast die Hälfte. Nehmen wir auch noch mit. Da ist keiner mehr. Das sind Krähen. Ich muss jetzt gleich nochmal nach Piastovia reiten. Und oben muss ich gleich mal gucken, was noch fehlt. Da oben ist noch einer. Mindestens einer. So. Hälfte Hammer. Das ist ein Fuchs. Ja, das waren, glaube ich, die Hasen hier. So, dann reiten wir noch geschwind nach Piastovia zurück. Wir sind ja noch ganz in der Nähe. Und verkaufen mal die Hämmer. Die wollte ich ja an den Dings noch verkauft haben, aber das irgendwie vergessen. Die restlichen 4 Hasen können wir unterwegs gleich noch jagen. Dann haben wir die Quest nämlich schon mal erledigt. So. Guten Morgen, Slavomira. Hier ist doch irgendein Werkzeugdude da. Unislava, zeig mal deine Waren. So, du kannst die Hämmer doch bestimmt gebrauchen. Du kannst nur 8 kaufen. Okay. See you soon. Dann verkaufen wir dir noch. Du brauchst doch bestimmt auch Hämmer. Zeig mal deine Waren. So, Bronzehammer. Du kannst auch nicht alle kaufen. Good luck. So, hi Postnumia. Zeig mir mal deine Waren. Auch du kannst Hämmer gebrauchen, da bin ich mir sicher. Und eine Bronzehacke. Und Bronzeäxte sind auch noch nicht alle verkauft. Ach, die kosten 500 das Stück. Good luck. Kein Wunder, dass ich noch so viel Gewicht hatte. Ich habe ja nichts verkauft. 2 kann sie kaufen. Das ist überschaubar. Sehr überschaubar. Das Fleisch brauchen wir, aber das Fischfilet kannst du ja noch haben. Das mag sowieso keiner. Oh, den Haferbrei, den habe ich vergessen rauszutun. Macht aber nichts. Metflaschen. Tonschalen könnten wir noch verkaufen. Ist vielleicht gar nicht so doof. Ja, ich brauche nicht handeln, aber ich will. Zeig mal deine Waren. Ja.
Haben wir nicht. Wo haben wir denn die Äxte da? Zwei kann sie kaufen. Das ist nicht viel. Ja. Hope to see you soon. Hast du nochmal Geld? How can I help you? Ich weiß gar nicht, wie viel hattest du? 400. Hä? Das reicht natürlich nicht, aber ich könnte... Könnte dir ja sonst nochmal eine Flöte abkaufen. Dann hast du auch wieder Geld für eine Axt. Ein Talerchen fehlt dir noch. Moment, dann kaufen wir dir hier nochmal einen Holzvogel ab. Ups, Moment. Eine Axt kriegst du dafür noch. So, haben wir die auch los. Good luck. Und dann hast du doch bestimmt auch noch Geld für zwei Äxte. Oder? Zeig mir mal deine Waren. So, du kannst auch noch zwei Äxte kaufen. Sehr gut. Dann sind wir die nämlich los. Can I interest you in some of my wares? Nope. See you soon. See you soon. So, sehr gut. Auf geht's, Hedi. Reiten wir nach Hause. Move on. Hier vorne können wir nachher gleich nochmal Hasen jagen. Da waren noch welche. Muss nur aufpassen, dass da nicht auch Wölfe sind. Let's go. Vier brauchen wir noch. So. Könnt auch noch mal einen Tarntrank trinken, ne? Ups, Entschuldigung. So war das nicht geplant. Da ist ein Hasi. Was war das? Ey! Lass das! Was ist denn mit dem? Habe ich den angerempelt oder was? Normal sind die Luchse friedlich. Ich wollte doch nur Hasen jagen. Hasi ist jetzt natürlich abgehauen. Ha. Blöder Luchs. Jetzt ist Hasi weg. Da ist noch ein Hasi. Keine Wölfe, das ist gut. Wo ist Hasi hin? Oh nö, ist das Hasi schon wieder weg. Da hinten ist Hasi. So, eins. Und zwei. So, jetzt haben wir sieben. Zwei haben wir nachher unterwegs noch auf jeden Fall. Sehr gut. Ich muss gleich mal gucken, was denn da jetzt so fehlt. Wo ist Hasi? Da. Da ist er. So, was fehlt denn? Küche. Eimer mit Milch, ja, das ist ja okay. Schmiede. Keine Bronze mehr. Du kannst auch stattdessen jetzt Eisenhammer machen. Eisenhammer.
So. Was fehlt denn noch? Hm. Jetzt fehlt nur noch Milch. Okay. Milch ist okay. Bronze machen wir halt keine mehr. Das ist völlig korrekt. Ich überlege gerade, ob ich gleich, wenn ich hier nachher die Hasen jage, auch gleich noch Wölfe mitjage. Weil wir brauchen Fleisch. Das ist unbestritten. Wir brauchen zwingend Fleisch. So, da sind die Hasis. Da habe ich sie gerade schon rennen sehen. Zwei brauchen wir, glaube ich, noch. Einer. Jawohl, das war der letzte. Sehr gut. Es fehlen drei Dinge. Gucken gleich mal, was noch fehlt. Hasi. Da hinten. So, dann würde ich nämlich noch auf Wolfsjagd gehen. Natürlich mit geladener Waffe. So, den haben wir. Da hinten war noch einer. Und da ist noch einer. Ich glaube, den habe ich nicht getroffen, oder? Wow. Aua. Moment. Wir müssen hier mal kurz was klären. Du blödes Vieh. So. Einmal brauchen wir noch. So, da hat mich doch ein bisschen mir ein bisschen mehr zu schaffen gemacht. So, mehr sind hier glaube ich nicht, oder? Ich gucke vielleicht besser hier. Auf der Karte, da sehe ich es nämlich besser. Ja, ist ausgegraut. Das ist dann immer das sichere Zeichen, dass die weg sind. Zumindest für diese Saison oder für diese Jahreszeit. Aber drei Wölfe ist ja auch okay. Da haben wir erstmal genug. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.